2 hours later. Jo, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Aloha, meine lieben Freunde, ich begrüße euch zu einer, oder auch nicht Freunde, aber meine Zuschauer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Und zwar spielen wir Skywater auf dem sogenannten, kurz überlegen, auf dem TheWaste.net Server. Ich packe euch natürlich wie immer den Kanalnamen, den Servernamen unten in die Videobeschreibung, falls ihr da auch spielen wollt. Jo, auf dem Server spiele ich zurzeit manchmal, meist jetzt Skywars so immer wieder. Ich weiß nicht, ich habe einen Wassereimer, aber die Kiste hatte ich übersehen, war mir noch klar, dass ich irgendeine Kiste übersehen habe. Passiert nämlich fast immer, weil auf TheWaste gibt es nicht nur eine Kiste, da gibt es manchmal bis zu 4 Kisten, 5 Kisten, 6 Kisten. Ist auf jeden Fall extrem unterschiedlich. Ich weiß eigentlich, dass ich mit dem TNT-Boost nicht rüberkomme. Ich deshalb einfach mal probiere, in die Mitte zu bauen. In die Mitte. Hier gibt es mehrere Mitten, aber egal. Glaube ich. Wenn es nur eine gibt, dann bin ich am Arsch, weil sich der andere Typ auch hinbaut. Ich hatte zwar einen Bogen und hätte ihn runterschießen können, aber daran habe ich natürlich nicht gedacht. Achso, der will nur TNT-Boost machen. Hier ist eine Brustplatte, Diaschuhe. Und eine Brustplatte, ich habe Diaschuhe. Läuft da. So nice. Kommt hier irgendwer? Einfach mal nur aus Safe Protection. Um mich hinten wie so ein Bekloppter. Oh Gott, war der schlecht geschossen. Dinge, die sind peinlich, und dann gab es diesen Schuss. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Zumindest richtig dramatisch klingt. Gar keine Chance mehr zum Überleben. Das Spiel wird knapp. Es wird eng. Ich habe auch. Hier in der Mitte gibt es einfach keine Schneebälle. Das heißt, ich crafte mir jetzt einfach mal, weil ich es kann. Eine Schaufel. Lalala. Ah, wieso singe ich jetzt? What the fuck? Ich entschuldige mich recht herzlich für meine Ausdrucksweise. Es heißt natürlich nicht. Es heißt what the heck oder what the hell oder what the thing you are doing about. Nein, heißt nicht. Und zack, 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 zack. Vielleicht haben wir Glück und wir treffen ihn. Als ob ich ihn nicht getroffen habe, so richtig peinlich. Ah, der hat eine TNT-Kanone und ihn kriegen wir vielleicht gleich runtergeboostet. Oh shit. Ich weiß nicht, was der Typ machen wollte. Ich vermute mal sowas in der Art wie TNT-Boost. Auf jeden Fall muss ich feststellen, mir ist das Ganze nicht gelungen. Nice, wenn die sich alle in die Mitte bauen. Wieso nicht? Ich meine, ich habe nichts dagegen. Weil, ja gut, habe ich gesagt, dass ich in der Mitte bin? Ja, habe ich nicht. Was ich jetzt gar nicht so schlecht finden würde, wenn ich wüsste, wo die anderen Gegner sind, dann möchte ich in dieser Runde auch noch ein paar Kills machen, weil ein Kill und Sieg ist so wie in der Runde Bedwars, die ich gerade aufgenommen habe, fast. Da war das so in der Art zumindest. Beziehungsweise da habe ich einen oder vielleicht habe ich doch schon 2 Kills gemacht. Auf jeden Fall war es trotzdem extrem wenig eigentlich. Ja, weil ich eine stinknormale Runde Bedwars halt gespielt habe. Und weil gewinnen ist ja sonst meist so. Der ist gestorben, das heißt wir. Hä? Hallo? Der lebt immer noch, der stirbt immer. Achso, er stirbt immer noch. Würde ich daraus mal schließen? Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo der andere Gegner ist. Wäre jetzt wirklich mal wichtig für mich. Ja gut. Sterb halt immer weiter. Oder er lief. Ist halt eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Das ist mein Problem so. Also, Problem ist eigentlich nicht so, weil
Ja, muss ja ankommen, weil ich bin der schlechter equipped. Der schlechter equipped. Fast voll dir, Lerbi. Alles klar, läuft bei dir. Aber du bist der schlechter equipped. Komm, machen wir hier mal. Da ist er 58 Blöcke von mir entfernt. Da 49, sie 43. Das heißt, ich vermute mal erst da irgendwo. Nein, ach, da drüben. Ah, da drüben ist der Typ. Oh ja, Assassin Kid oder sowas. Oder Magicka. Magicka. Mann, der ist doch kein Magicka. Der benutzt vielleicht Magics. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Programm. Aber ja. Ich sehe dich, Typ. Du musst in die Mitte kommen. Weil ich werde mich kaum zu dir rüberbauen. Komm, ich bin mal so sozial. Wenn ich jetzt sterbe. Nein, ich sterbe nicht, komm. Ach, da wollte er gerade hochgucken und die Schneebälle werfen. Süß, mein Freund. Das lässt du mal bitte. Weil jetzt kommt ein Michelerminator und der macht dich down. Als ob du dich jetzt hochbaust. Hast du sonst keine Hobbys? Mann, ey. Ja gut, ich und Enrage. Nein, ich will ja nicht Enrage sein. Ich will immer freundlich und toll sein zu den Leuten und lieb und nett. Deshalb sage ich, ja gut, dann baut er sich halt hoch. Läuft bei ihm. Mache ich nicht. Aber ich werde zurückgebracht. Uff. Oh, Mist. Ich habe keinen Plan, was ist. Mal kurz slash ping. Und ja, dann falle ich down und runter. Zack. Da habe ich ihn endlich gehittet und Mann, Junge. Genau, renn jedes Mal ein Stück zurück. Irgendwann bin ich nämlich in deiner Base. Ich sehe gar nicht was. Ich will jetzt gerade nicht TNT platzieren, oder? Da habe ich ihn getroffen und da ist er down und da haben wir Runde gewonnen. Mit, ja, gut, er stirbt jetzt noch weiter. Auf jeden Fall haben wir die Runde eigentlich gewonnen, auch mit seinem Kill. Keine Ahnung, was ist und wieso das buggt, aber. 1, 2, 3, Givino. Die sind wir nämlich. Ja, gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und für diese Folge, in der ihr mir den Sieg ermöglicht habt. Ah ja, jetzt stirbt er da unten noch. Muss ich ihn richtig killen oder was? Ich sollte mich vielleicht mal in die Richtung dahin bauen. Also entweder lief der jetzt, da habe ich richtig. Wow. Wow. What the hell? Ist gerade gesehen, oder? Ich mach mal kurz das Bing. Sieht ich ja, sieht das, ihr seht ich und mein Deutsch gerade. Seht ich ja einen völlig normalen Bing. Aber ich glaube, der Server hat gerade leichte Lags. Ich vermute es nur. Also, weil sieht mir so aus. So, jetzt Wasser wegnehmen. Das habe ich nicht vorhin schon mal weggenommen oder so. Oh shit. Oh, oh, oh. Holy shit. Ich höre jetzt ehrlich gesagt nicht gerne in seiner Situation. Aber er sollte ja theoretisch Lust haben zu lieben. So wie der andere, weil wer will hier bitte gewinnen? Ich meine ja nur, ich lasse jetzt hier mal ein TNT runterfallen. Vielleicht killt dich das Ganze ja ein bisschen oder heitert. Also, der muss ja sogar in diesem Radius hier runtergefallen sein. Versuchen wir ihn doch mal zu töten. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich jetzt echt am Arsch. Oder ich werfe Schneebälle runterwerfen. Problem ist halt, ich sehe ihn nicht.
Meine Schneebälle kommen scheinbar unten nicht an. Also ich müsste mir jetzt genug Blöcke schon... Aha, 61 Blöcke sollten sogar ziemlich weit runter reichen. Baue ich mich jetzt runter. Ich glaube, also runterrollen werde ich mir jetzt wahrscheinlich... Also ich werde einen Wasserfall runterlassen. Und ihn entweder hochkommen lassen oder sowas in der Art machen. Ich kann jetzt auch mal schreiben, ich rette dich. Würde jetzt irgendwie leicht mies kommen, aber egal. So. Hallo? Da entsteht jetzt endlich mal eine Wasserquelle. In dieser Wasserquelle versuche ich jetzt natürlich runterzukommen. Ich setze mir mal hier noch eine. Jetzt die Frage, wie mache ich das? Brauche ich mich da... Was ich jetzt wahrscheinlich als effektivste Variante sehen würde. Er stirbt ja da irgendwo. Das heißt, er müsste da irgendwo sein. Dementsprechend hat er es geliefert und damit haben wir das Spiel gewonnen. Wir haben den Kill zwar nicht angerechnet bekommen, aber okay. Dann bedanke ich mich jetzt nochmal fürs Zusehen. Oh shit. Jetzt gerade hier bei mir in der Lobby. Hier seht ihr, dass das ganze Bad Wars ist. Ich kann mal kurz dahin. Nee, ich war ja bei Skywars. Jenny, hier, das hier ist durch die Lobby gerade so. Ja. Und dann. Ja, freut mich, dass ihr zugesehen habt. Und au revoir.